Hallöchen, meine lieben Pilzfussel, ich bin's, eure Fussel. Ja, ich bin ein bisschen hier am Basteln und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal so eine kleine Idee von mir. Wundert euch nicht, hier sieht es ein bisschen wüster aus. Aber ich versuche euch das schön hier, dass ihr das schön sehen könnt. Also ich habe hier für unser Buch diese Karte gestaltet. Ich finde, die muss unbedingt in unser Buch. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und ich sehe gerade, die Ecken, die will ich gar nicht haben. Nein, nein, nein. So, und ihr seht, habe ich das so gestaltet halt. Das muss unbedingt mit in unser Buch. Und dann habe ich hier, ja, ich habe hier gesessen und habe einfach ein bisschen gewerkelt. Und da ist mir ein Bild von mir in die Hand gefallen. Und da habe ich gedacht, Mensch, da machst du jetzt mal so einen schönen Tag draus. Und das habe ich auch gemacht. Ich zeige euch das mal. Nur mit Farben, mit ein bisschen Papier, mit einem Foto von mir. Und mit so einer kleinen Säckchen hier, seht ihr? Habe ich mir so eine kleine Krone aufgesetzt. Ja, ach, ihr könnt das gar nicht sehen, jetzt seht ihr das. Ja. Und hier unten, das hatte ich ja von der lieben Ingrid. Ein Stück Freiheit steht da drauf. Ein kleines Stück Freiheit. Und das Herz. Ja. Und da ich das ja in unser Buch machen möchte, habe ich mir einfach gedacht, oh, das blendet aber ganz schön. Habe ich mir einfach gedacht, ich knicke mir die nach innen. Ne? So schön. Und hier zum Beispiel diese Federn, die halten sogar das zu. Ja? Und dann kann man das wunderbar hier in die Tasche stecken. Und dann habe ich auch noch was gebastelt für unser Buch. Und das kommt dann gleich mit reingearbeitet auf irgendeine Seite, wo es passt. Natürlich muss ich ein bisschen auf die Farben achten. Ne? Ja, und dann habe ich schon wieder eine ganz neue Idee, ihr Lieben. Wenn ich nämlich meine Rollstuhl habe, dann wird sich einiges ändern. Ich werde mir eine schöne lila Decke besorgen, und zwar so ein lila. Und da kommen in weiß alle Namen drauf. Die werde ich dann mit der Hand stecken. Habe ich was Schönes zu tun. Und wenn man draußen ist zum Beispiel, ne? Ja. Und dann werde ich einfach euren Namen in klein auf meine Decke sticken. Und die habe ich dann immer dabei, wenn ich unten, wenn es kalt wird im Winter oder so, ne? Ja, das war meine kleine Idee. Heute ist Sonntag. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Meine Lieben, und ich möchte euch doch noch mal mein kleines Engelchen zeigen, was ich ja gestern schon gepostet habe. Einige von euch haben es schon gesehen. Naja, ihr seht schon, die Flügelchen, die habe ich noch nicht angeklebt, das werde ich aber auch noch tun. Die müssen natürlich angeklebt werden, ist klar. Aber ich habe dieses Büchlein von der lieben Simone vom Kanal Dies und Das. Ich glaube, Simone, falls du dieses Video siehst, falls, ist dieses wunderschöne Büchlein von dir? Oder ist das von meiner Silke? Ich weiß es nicht mehr, von wem das ist. Ich weiß es einfach nicht. Kannst du mir das mal sagen, liebe Simone? Und mit diesem geilen Papier da drin, ne? Dieses rosa Papier, das möchte ich auch unbedingt haben. Unbedingt. Guck mal. Kann man natürlich noch weiter gestalten, ne? Aber ich habe es angefangen und ich habe noch nicht mal geklebt hier. Und ja, nur so als Idee für euch, vielleicht, ja, könnt ihr dann so zubinden hier und dann könnt ihr das verschenken. Und dann machen die das auf und auf einmal entsteht ein Engel. Natürlich, der darf seine Feder nicht verlieren. Ist klar. Ja, ihr Lieben, was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir hören, wir sehen irgendwann. Bis dann, erstmal, eure Fussel.